Sieh mal, neue Nachbarn. Wow. Wen haben wir denn da? Ist das eine Studentenverbindung? Fangen wir mit zwei Filmen zum Hirnbaum inlassen an. Nur begrüßt. Ja, willkommen. Außerdem wollten Mach wir sagen... Mach dich so ein Kach. Jedenfalls... Vergesst nicht, wenn wir zu laut sind, kommt zuerst zu mir. Ruft nicht die Bullen. Okay. Dann sage ich meinen Freunden... Ja. Bad Neighbors lässt Zac Efron und Seth Rogen aufeinander los als Nachbarn. Sie haben sich wegen der Nachbarn beschwert? Wir können Anrufer lokalisieren. Wir sind Cops. Jeder hat eine Anruferkennung. Es ist der Kampf Spießer gegen Partyvolk und er wird mit allen Waffen ausgetragen. Die simple Story ist kein Knaller, einige der Slapstick-Einlagen aber schon. Willkommen in meiner Hölle, Bitches, ich zeig's euch! Alter, wir haben den Airbag verpasst. Wenn du für die CIA arbeitest. Alle Teams auf Position. Bestimmt sie dein ganzes Leben. Zweiter Film zum Hirnbaumeln lassen, 3 Days to Kill. Ich will nicht mein Leben lang für sie töten. Kevin Costner spielt hier einen todkranken Geheimagenten, der töten muss, um am Leben zu bleiben. Sie sind krank, Ethan. Aber dieses experimentelle Medikament könnte Ihnen Ihr Leben zurückgeben. Dann kaufe ich mir mein Leben zurück, indem ich für sie töte? Selten war eine Geschichte so unglaubwürdig. Aber wem Logik egal ist, der kann sich einen richtig schönen Action-Kinoabend mit Wow-Effekt machen. Action mit etwas mehr Köpfchen ist Zulu. Die Regierung erteilte uns eine Blankovollmacht. 200 Wissenschaftler sollten so etwas wie eine ethnische Bombe entwickeln, um die schwarze Bevölkerung zu dezimieren. Es ist allerdings auch starker Tobak, was hier über die schlimmsten Abgründe des Apartheid-Regimes in Südafrika erzählt wird. Oppermann war Teil von Project Coast, ein geheimes Projekt. Wissenschaftler hatten den Auftrag, chemische Waffen zu entwickeln, Viren. Sie sollten was erfinden, damit die schwarze Bevölkerung sich nicht weiter vermehrt. Zulu packt einen vor allem auch schauspielerisch. Unter anderem spielt Orlando Bloom gegen sein nettes Schönling-Image an. Manche Dinge sind nicht leicht zu verzeihen. Das ist Frank. Er hat mir angeboten, mich mitzunehmen. Zum Schluss was fürs Herz. Ein verurteilter Mörder quartiert sich bei einer alleinerziehenden Mutter ein. Wo wollen Sie denn hin? Zu Ihnen nach Hause. Was dann passiert, da könnte man jetzt auch wieder über Logik sprechen. Und manchmal ist Labor Day auch unfreiwillig komisch oder kitschig. Andererseits, Kate Winslet und Josh Brolin spielen diese Schmachtromanze einfach zauberhaft. Ich sollte gehen. Vielleicht solltest du bleiben. Die hören nicht auf, nach mir zu suchen, Alter. Ja, das weiß ich. Also, man kann es auch einfach genießen. Ich würde noch mal 20 Jahre einsetzen, um 3 weitere Tage mit dir zu verbringen. Soweit die Kinotipps.